Die letzten zwei Minuten noch in der Zeit. So, meine lieben Handballfans hier in der Sporthalle an der Reiferbahn, auch genannt die Hölle. Ich wiederhole das immer wieder gerne. Heute ist eine tolle Stimmung. Wir haben Halbzeit und die Mädels von Grün-Weiß Schwerin liegen 14 zu 15 zurück. Und das Spiel geht hier hin und her. Nur mal ein kurzer Auszug. In der 24. Minute steht es nach großem Kampf und Aufholjagd wieder 12 zu 12. Dann wieder Führung für Neubrandenburg 14 zu 12. 13, 15, 14, 15, dann wieder mal ganz kurz ein Aufbäumen, Grün-Weiß-Schwerin. Und dann trotzdem das Halbzeitergebnis, 14, 15. Eine tolle Stimmung, ein kampfbetontes Spiel. Ich muss auch sagen, es ist fair oder es wird fair gespielt beim Handball, was man fair sagen kann. Aber ansonsten verspricht jetzt gleich die zweite Halbzeit, die gleich beginnt, richtig nochmal spannend und interessant zu werden. Und vielleicht schafft das ja Grün-Weiß hier heute in eigener Halle mit den eigenen Fans, mit der Unterstützung der Fans vom Schweriner Sportclub, mit den Trommlern hier heute noch einen Sieg rauszureißen oder auf ein Unentschieden zu kommen, weil das wäre ganz wichtig für den Verein.
Yes.